Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen ungeklärten Vermisstenfall aus den USA, einen Cold Case, von dem es leider sehr viele gibt. Das Opfer war Carrie Krüger, eine 31-jährige Marketingleiterin bei Gander Mountain in Wilmot in Wisconsin. Sie verließ am Mittwoch, dem 6. Dezember 1989, frühmorgens ihr Haus. Sie hatte am Abend zuvor erfahren, dass sie für einen ihrer Mitarbeiter auf einer Messe in Cheyenne, Wyoming einspringen und einen frühen Flug vom O'Hare International Airport in Chicago, Illinois nehmen muss. Da Carries Auto zu diesem Zeitpunkt in der Werkstatt war, erklärte sich ein anderer Kollege, der ebenfalls an der Messe teilnahm, bereit, sie abzuholen und zum Flughafen zu fahren. Als ihre Kollegin um 4:30 Uhr morgens ankam, lag ihr Mann Tracy noch im Bett. Carrie gab ihm einen Abschiedskuss und sagte ihm, er soll gut auf ihre 3-jährige Tochter aufpassen, während sie weg sei. Tracy versprach das zu tun und schlief dann sofort wieder ein. Carrie hatte im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Kongresse und Messen besucht, sodass Tracy nicht überrascht war, als sie ihm von ihren kurzfristigen Plänen erzählte. Er stand zu seiner üblichen Zeit auf, machte sich für die Arbeit fertig und setzte ihre Tochter Megan auf dem Weg ins Büro bei ihren Großeltern ab. Später am Morgen erhielt Tracy zu seiner Überraschung einen Anruf von Carries Manager bei Gander Mountain. Er wollte wissen, ob Carrie krank sei, da sie nicht zur Arbeit erschienen war. Tracy war verwirrt. Er erklärte Carries Vorgesetztem, dass Carrie seines Wissens nach einen Flug am frühen Morgen genommen hätte, um an einer Fachmesse in Cheyenne teilzunehmen. Carries Chef hatte keine Ahnung, wovon Tracy sprach. Er teilte Tracy mit, dass in Wyoming keine Fachmesse stattfand. Wo auch immer Carrie war, sie war nicht auf Geschäftsreise. Tracy war sich nicht sicher, was er tun sollte, also beendete er seine Schicht und kehrte nach Hause zurück. Gegen 17:30 Uhr rief er Carries jüngere Schwester Molly in ihrem Wohnheim an und fragte, ob Carrie bei ihr sei. Die 19-Jährige hatte keine Ahnung, wovon er sprach. Molly war zwar eine häufige Besucherin im Haus Krüger, aber sie konnte sich nicht vorstellen, warum Carrie sie in ihrem Wohnheim besuchen sollte. Als Tracy ihr erzählte, was vor sich ging, war sie sofort erschrocken und sagte Tracy, er müsse ihre Eltern anrufen. Tracy bestand darauf, dass es keine große Sache sei und dass er später mit ihr reden würde. Am nächsten Morgen konnte Tracy nicht mehr leugnen, dass etwas nicht stimmte. Carrie hatte sich nicht gemeldet und sie war wieder einmal nicht zur Arbeit erschienen. Schließlich erzählte er ihren Eltern Edward und Laverne O'Brien von der Situation. Sie sagten ihm, dass er Carrie als vermisst melden müsse. Um sicherzugehen, dass er das auch tat, holten sie ihn ab und fuhren ihn zur Polizeiwache in Burlington. Die Ermittler in Burlington nahmen eine Vermisstenanzeige für Carrie auf, räumten aber ein, dass sie wenig Anhaltspunkte hätten und da Carrie erwachsen sei, stehe es ihr frei, zu verschwinden, wenn sie wolle. Tracy sagte ihnen, er sei verwirrt von der Situation und habe keine Ahnung, wo seine Frau sein könnte. Er erklärte, dass sie keine Probleme in ihrer Ehe hätten und Carrie vor ihrem Verschwinden nicht depressiv gewirkt habe. Eine ältere Frau, die neben den Krügers wohnte, erzählte den Ermittlern, dass sie am frühen Mittwochmorgen aufgewacht war und aus dem Fenster schaute, als sie draußen ein Auto hörte. Sie sah ein schwarzes Auto vor dem Haus ihrer Nachbarn stehen und sah dann, wie Carrie nach draußen kam und in das Auto einstieg. Die Frau sah nicht, wer das Auto fuhr, das sofort wegfuhr, nachdem Carrie eingestiegen war. Nach einem Gespräch mit der Nachbarin mussten die Ermittler die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Carrie freiwillig verschwunden war. Um herauszufinden, was genau mit ihr geschehen war, mussten sie sich eingehend mit ihrem Hintergrund befassen, um herauszufinden, ob sie irgendwelche Gründe für ihr Verschwinden hatte. Carrie war das vierte von 7 Kindern und hatte ein enges Verhältnis zu ihren Geschwistern. Sie war in Delaware, in Wisconsin aufgewachsen und besuchte die Delaware Darien High School. Nach ihrem Abschluss 1976 ging sie an die Universität von Wisconsin mit dem Ziel, Journalistin zu werden. Während ihres Studiums absolvierte sie ein Praktikum bei der Burlington Standard Press, wo sie Tracy zum ersten Mal traf. Sie verloren sich aus den Augen, aber einige Jahre nach ihrem College-Abschluss bekam sie einen Job bei derselben Zeitung und sie fanden wieder zueinander. Nachdem sie eine Weile zusammen waren, verlobten sich Tracy und Carrie. Aber Carrie sagte die Verlobung ab. Sie nannte niemandem ihre Gründe dafür und das Paar verlobte sich schließlich ein zweites Mal.
Sie heirateten dann am 19. Oktober 1985. Ihr Bruder Pat beschrieb Tracy als ruhig und bescheiden. Er gehörte zu der Sorte Mensch, die keinen großen Eindruck auf andere zu machen schien. Carrie stand ihren Geschwistern auch nach ihrer Heirat sehr nahe, insbesondere ihrer jüngsten Schwester Molly, für die Carrie eine Art Mutterfigur war. 1989 war sie im zweiten Studienjahr am College und verbrachte viele Wochenenden mit ihrer älteren Schwester Tracy und Megan. Sie betrachtete Tracy als seinen älteren Bruder und bemerkte, dass er immer freundlich zu ihr war, ihr erlaubte, im Haus zu wohnen und ihre Schulsportveranstaltungen zu besuchen. Am Samstag vor Carries Verschwinden hatte Molly den Tag mit Carrie und Tracy verbracht. Sie waren in ein örtliches Einkaufszentrum gefahren, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Auf dem Weg dorthin hatte Tracy aufgrund der verschneiten und vereisten Straße einen kleinen Unfall mit Blechschaden gehabt. Nach dem Einkaufsbummel ging Molly lieber mit dem Paar nach Hause, als sich von ihnen durch den Schnee zurück in ihr Wohnheim fahren zu lassen. Als die beiden sie am nächsten Morgen absetzten, ahnte sie nicht, dass sie ihre Schwester nie wiedersehen würde. Carries Freunde und Familienmitglieder beschrieben sie als fröhlich, lustig und lebenslustig. Sie war überglücklich, als sie Mutter wurde und vergötterte ihre Tochter über alles. Megan war der Hauptgrund dafür, dass niemand, der Carrie kannte, glaubte, dass sie allein weggegangen war. Ihre Tochter war der Mittelpunkt ihrer Welt und sie hätte sie auf keinen Fall zurücklassen wollen. Ihr Bruder Pat stellte fest, dass Carrie mehr Geld verdiente als ihr Ehemann. Wenn es Probleme in der Ehe gegeben hätte, wäre seine Schwester seiner Meinung nach einfach mit Megan aus dem Haus ausgezogen, das sie mit Tracy teilte. Während die Ermittler damit beschäftigt waren, alle Personen zu befragen, die mit Carrie zu tun hatten, starteten ihre Freunde und ihre Familie eine große Suchaktion, um sie zu finden. Viele Mitglieder ihrer Familie waren von Anfang an davon überzeugt, dass Tracy lügt, wenn er behauptet, seine Frau sei auf Geschäftsreise. Pat gab zu, dass er, als er erfuhr, dass seine Schwester vermisst wurde, sofort dachte, dass Tracy sie umgebracht hatte. In seinen Augen war dies die einzig logische Erklärung, da er wusste, dass sie ihre Tochter niemals verlassen würde. Obwohl viele Leute Tracy schnell die Schuld gaben, mussten sie alle zugeben, dass sie nie Anzeichen dafür gesehen hatten, dass Carrie und Tracy Probleme in ihrer Beziehung hatten. Freunde sagten, Carrie habe nie erwähnt, dass sie sich in ihrer Ehe deprimiert oder gefangen gefühlt habe. Sie sei überglücklich gewesen, als Megan geboren wurde und schien sich mit ihrem Mann zu verstehen. Enge Freunde räumten jedoch ein, dass die Ehe etwas problematisch gewesen sei und Carrie erwähnt habe, dass sie sich scheiden lassen könnte, wenn sich die Dinge nicht verbessern würden. Eine Sache, die die Leute störte, war die Tatsache, dass Tracy nie bei der Suche nach Carrie half. Er erzählte Reportern, dass er vorhatte, Flugblätter mit Informationen über die Vermisste zu verteilen, aber er schien nie dazu zu kommen, dies zu tun. Als Carries Familie ihre eigenen Plakate anfertigte und sie in der Gegend aufhängte, wurden sie abgenommen. Tracy gab später zu, dass er sie abgenommen hatte, weil er nicht wollte, dass Megan sie sah und sich aufregte. Als Weihnachten näher rückte, waren die Ermittler optimistisch, dass Carrie sich bei ihrer Tochter melden würde, wenn sie noch am Leben wären. Die Familienmitglieder warteten gespannt auf einen Anruf, aber die Feiertage vergingen ohne eine Nachricht von Carrie. Diese einfache Tatsache genügte den Ermittlern, um ihre anfängliche Meinung, dass sie freiwillig verschwunden war, zu revidieren. Der Polizeileutnant von Burlington, Richard Hockman, stellte fest, die Tatsache, dass es über die Weihnachtsfeiertage keinen Kontakt gab, deutet stark auf eine Straftat hin. Aber wir wissen nicht, wo wir ansetzen sollen. Als die Untersuchung von Carries Verschwinden weiterging, baten die Ermittler Tracy, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Er willigte ein und erklärte, er habe nichts zu verbergen. Da das Ergebnis nicht eindeutig war, baten sie ihn, sich einem zweiten Test zu unterziehen. Auch hier stimmte er zu, tat dies aber nie. Am 6. Januar 1990, genau 30 Tage nach dem Verschwinden seiner Frau, brach Tracy bei der Arbeit zusammen und wurde in das St. Luke's Hospital in Racine, Wisconsin eingeliefert. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, da er offenbar unter Erschöpfung und extremen psychischen Problemen litt. Dort blieb er 28 Tage lang. Irgendwann während seines Krankenhausaufenthaltes gab er an, unter Amnesie zu leiden.
und die Ärzte stellten fest, dass er einen Schlaganfall erlitten hatte. Am 10. Januar erwirkten die Ermittler einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung, die Tracy und Kerry gemeinsam bewohnt hatten. Sie sahen davon ab, Tracy als Verdächtigen zu bezeichnen, hofften aber durch die Durchsuchung Hinweise darauf zu erhalten, was mit Kerry geschehen war. Sie waren beunruhigt, als sie feststellten, dass die Matratze aus dem Hauptschlafzimmer fehlte. Tracy hatte offenbar kurz nach dem Verschwinden seiner Frau beschlossen, ein Wasserbett zu kaufen. Er sagte, Kerry habe sich immer ein solches gewünscht und er habe gehofft, sie damit überraschen zu können, wenn sie zurückkäme. Kerrys Schwester sagte, sie habe Wasserbetten immer gehasst und hätte nie gewollt, dass Tracy dafür Geld ausgibt. In dem Haus wurden auch fast alle Besitztümer von Kerry gefunden, darunter auch Dinge, die sie mitgenommen hätte, wenn sie auf Geschäftsreise gegangen wäre. Ihr Wintermantel, ihre Arbeitskleidung, ihr gesamtes Make-up, ihr Lockenstab und ihr Haartrockner wurden zurückgelassen. Das Einzige, was fehlte, war Kerrys hellbrauner Mantel von London Fog. 6 Wochen nach Beginn der Ermittlungen gaben die Ermittler bekannt, dass sie den Gedanken, Kerry sei freiwillig verschwunden, so gut wie ausgeschlossen hatten. Sie waren überzeugt, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden war. Sie begründeten diese Schlussfolgerung mit der Tatsache, dass sie keine Flüge von O'Hare aus genommen hatte. Fast alle ihre Habseligkeiten noch im Haus waren, sie kein Geld von der Bank abgehoben hatte und keine ihrer Kreditkarten benutzt worden war. Kerrys Mutter Laverne sagte, sie sei sich nicht sicher, was sie glauben solle. Sie wollte nicht glauben, dass Tracy Kerry etwas angetan hatte, denn das würde bedeuten, dass sie akzeptieren müsste, dass ihre Tochter wahrscheinlich nicht mehr nach Hause kommen würde. Doch, so sehr sie sich auch wünschte, dass Kerry der Typ Mensch wäre, der einfach alles stehen und liegen lässt, sagte sie zu den Reportern, dass sie wusste, dass dies nicht der Fall war. Kerry lebte Megan zu sehr. Kerrys Eltern begannen mit Hilfe von fast 100 Freiwilligen, Burlington und die Umgebung nach Hinweisen auf Kerrys Verbleib zu durchsuchen. Das Gebiet umfasste Felder, Wälder, Sümpfe und Kiesgruben. Es war kein einfaches Terrain für die Suche. Sie baten die örtlichen Landbesitzer, auf ihren Grundstücken nach ungewöhnlichen Dingen wie Reifenspuren oder aufgewühltem Boden Ausschau zu halten. Die Strafverfolgungsbehörden hatten ihre eigene Suche nach Kerry durchgeführt und alle Straßen in einem Umkreis von 15 Meilen um Burlington durchkämmt. Mit Hilfe von Feuerwehrleuten und anderen Such- und Rettungskräften konnten sie die Suche auf mehr als 50 Quadratmeilen Land ausweiten. Leider fanden sie nichts, was für den Fall relevant gewesen wäre. Bis Juni waren kaum Fortschritte erzielt worden. Während sich die mit dem Fall befassten Ermittler sicher waren, dass Kerry tot war, behauptete Tracy weiterhin, er habe nichts mit dem Verschwinden zu tun und es wurden keine Beweise gefunden, die ihn mit dem Fall in Verbindung brachten, obwohl er ein Verdächtiger war. Eine weitere potenzielle Person, die verdächtigt wurde, war ein Mann, der mit Kerry und Tracy befreundet war und eine gewalttätige Vergangenheit hatte. Er war in den 1960er Jahren wegen Entführung und Mordes verurteilt worden. Die Ermittler nahmen den Mann wegen seiner kriminellen Vergangenheit genauer unter die Lupe, konnten ihn aber nicht mit Kerrys Verschwinden in Verbindung bringen. Er wurde schließlich freigesprochen, nachdem festgestellt worden war, dass er sich zum Zeitpunkt ihres Verschwindens nicht in der Gegend von Burlington aufhielt. Einen Monat nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus musste Tracy eine Umschulung für seinen Job bei der Burlington Standard Press absolvieren. Obwohl er sagte, dass Teile seines Gedächtnisses zurückkehrten, konnte er sich immer noch nicht an irgendetwas aus der Zeit erinnern, in der Kerry verschwand. Er sagte Reporter, dass er nicht die finanziellen Mittel habe, um die Suche nach seiner Frau fortzusetzen. Er konzentriere sich auf die Erziehung von Megan, nicht darauf, ihre Mutter nach Hause zu bringen. Kerrys Eltern und Geschwister weigerten sich, die Suche aufzugeben. Sie waren am Boden zerstört über ihr Verschwinden und erlitten einen weiteren Schlag, als Tracy sich weigerte, sie zu Megan zu lassen. Er wusste, dass sie glaubten, er habe seiner Frau etwas angetan und wollte nicht zulassen, dass sie seine Tochter beeinflussen. Jahrelang schickten Megans Großeltern Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke für sie, aber Tracy schickte sie ungeöffnet zurück. Im Laufe der Jahre suchten die Ermittler weiter nach Antworten auf die Frage, was mit Kerry geschehen war, aber sie fanden nichts. Sie gaben zu, dass es sich um einen sehr frustrierenden Fall handelte, für den es keine Beweise gab. Die Ermittler sowie Kerrys Eltern und Geschwister glaubten, dass sie tot war, während Tracy behauptete,
Sie sei einfach weggelaufen und habe ihn und Megan verlassen. Bis 1998 hatten Laverne und Edward mehr als 7000 Briefe an verschiedene Polizeidienststellen im ganzen Land verschickt. Sie schickten auch Briefe an verschiedene Regierungsbeamte in Wisconsin, in denen sie um Hilfe bei der Suche nach ihrer Tochter baten. Es war kein Geheimnis, dass Carrie in den Monaten vor ihrem Verschwinden unter schweren Magen- und Darmproblemen litt. Sie hatte mindestens einen Spezialisten aufgesucht und war wegen ihrer Krankheit nicht zur Arbeit erschienen. Die Ärzte führten zahlreiche Tests durch, waren aber nicht in der Lage, Carrie eine Diagnose zu stellen. Nach ihrem Verschwinden fragte sich ihre Familie, ob Tracy sie vergiftet hatte. Megan, die Tracy nur als den liebevollen Vater kennt, der sie großgezogen hat, hat nie versucht, Kontakt zu Carries Familie aufzunehmen und glaubte nicht, dass ihr Vater etwas mit dem Verschwinden ihrer Mutter zu tun hat. Wie Tracy glaubt sie, dass ihre Mutter sie einfach verlassen hat und irgendwo ein neues Leben begonnen. Sie erinnert sich, dass ihre Mutter, als sie als Journalistin arbeitete, einen Artikel über die Annahme einer neuen Identität geschrieben hat. Carries Familie beharrt darauf, dass sie Megan niemals zurückgelassen hätte. Sie sind der Meinung, dass Megan diejenige ist, die am meisten verloren hat, als ihre Mutter verschwand. Denn sie wuchs mit dem Wissen auf, wie sehr Carrie sie liebte. Sie können sogar verstehen, warum sie glaubt, dass ihre Mutter sie im Stich gelassen hat. Die Tatsache zu akzeptieren, dass Carrie getötet wurde, würde wahrscheinlich bedeuten, dass ihr Vater sie getötet hat. Natürlich ist es möglich, dass Carrie von einer noch nicht identifizierten dritten Person getötet wurde. Ihre Nachbarin behauptete, sie habe Carrie am Morgen ihres Verschwindens in ein schwarzes Auto einsteigen sehen. Wenn das stimmt, wer hat das Auto gefahren? Vielleicht gab es jemanden in Carries Leben, der so besessen von ihr war, dass er sie mit der Messetäuschung aus dem Haus locken wollte. Carries Familie verwirft diese Theorie und weist darauf hin, dass Tracy bei mehreren Gelegenheiten seine Kollegen angelogen hat, wenn er nicht arbeiten wollte, indem er ihnen sagte, Carrie sei auf einer Messe in Wyoming und er müsse auf Megan aufpassen. Sie halten die Tatsache, dass er dieselbe Geschichte als Erklärung für ihr Verschwinden verwendet hat, für einen zu großen Zufall, um wahr zu sein, und sind nach wie vor davon überzeugt, dass er Carrie getötet und die Messe als Vorwand genutzt hat, um seine Tat zu vertuschen. Das war der Vermisstenfall von Carrie Krueger. Was denkt ihr? War es der Ehemann oder war es der große Unbekannte, den die Nachbarin gesehen hat? Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin gespannt drauf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!